Ich glaube, es ist Zeit, dass wir beginnen. Sehr geehrte Gäste, sehr geehrte Mitglieder des Nationalrates, sehr geehrte Mitglieder der kantonalen Parlamente, sehr geehrte Referentinnen und Referenten, sehr geehrte Medienschaffende, herzlich willkommen zum Eco-Natur-Kongress, der dieses Jahr zum 10. Mal stattfindet. Und um diesem ersten Jubiläum gerecht zu werden, haben wir einen neuen Standort gesucht und mit dem Theater Basel gefunden. Wir danken dem Theater Basel für das Gastrecht und dass wir diese wunderschönen Räumlichkeiten beleben dürfen. Vielleicht entsteht daraus ja eine Partnerschaft. Das Theater und ECO haben wohl mehr Gemeinsamkeiten, als man auf den ersten Blick denken mag. Wir beide beschäftigen uns mit den drängenden Fragen der Zeit. Wir suchen jenseits vom Kommerz nach bleibenden Werten. Wir erleben großartige Auftritte und heftige Diskussionen im Anschluss. Und ehrlich gesagt müssen wir beide ab und zu mal feststellen, dass es uns nicht gelingt, die großen Massen zu erreichen. Und trotzdem geben wir nicht auf, bleiben dran und wagen uns an ganz große Themen. Das ist auch heute so. Unter dem Titel Gutes Leben mit Suffizienz gegen Verschwendung nehmen wir ein Megathema auf. Der Begriff Suffizienz, unter dem wir gemeinhin Genügsamkeit, Konsumverzicht verstehen, ist derzeit in aller Munde. Immer mehr interessante Beiträge dazu finden sich in den Bücherregalen und stellen die Frage, wie viel ist genug? Das Thema drängt sich in einer Zeit des materiellen Überflusses und der offensichtlichen Verschwendung geradezu auf. Und doch steht es in der wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Debatte noch ganz am Anfang. Nur wenige anerkannte Rezepte stehen im Raum. Und als Politiker, der in einer Gesellschaft, die vom liberalen Grundwerten ausgeht und von Wachstum angetrieben ist, sucht man noch vergebens nach tragfähigen Lösungsansätzen in diese Richtung. Weil das Thema ebenso wichtig wie herausfordernd ist, werden wir es heute breit und durchaus kontrovers angehen. Für Spannung und prominente Referate ist jedenfalls gesorgt. Ich möchte hier den Trägerorganisationen von ECO herzlich danken. Ohne diese würde nichts gehen. Sie haben auch heute bei der Organisation, vor allem der Workshops, große Arbeit geleistet. Und ich möchte auch den Sponsoren Basler Kantonalbank, Mobiliar und Ricola danken. Es ist nicht selbstverständlich, einen Anlass zu unterstützen, der sich dem Konsumverzicht widmet. Und dann möchte ich der Stiftung Mercator besonders danken, die diese Debatte Suffizienz anregt und unterstützt. Das Präsidium hat zum Thema Suffizienz 6 Thesen formuliert. Diese können von Ihnen einzeln kommentiert werden. Die Zettel mit den Thesen finden Sie im Kongressdossier. Und in den Workshops sollten sie diskutiert und verbessert werden, um dann nach dem Kongress einer breiten Debatte in der Öffentlichkeit unterbreitet zu werden. Nun, wir legen los. Durch den heutigen Tag führt sie Nathalie Christen. Sie kennen sie aus dem Schweizer Fernsehen, als Dompteurin der Elefantenrunde bekannt, als Produzentin und stellvertretende Moderatorin der Arena und vor allem natürlich bekannt als bewährte und brillante Moderatorin von Eco-Natur-Kongress.